Ja, huhu, hier wieder beim Quali in the Secret World. Und wie ihr seht, ich bin alleine. Kein Karl, kein Putin, kein Lesrakdak. Nur ein komischer, rothaariger Mensch, der an mir vorbeiläuft. Ihr hattet euch ja irgendwie erinnert, vielleicht, dass wir zwischendurch einen Anruf gekriegt hatten und einen Spezialauftrag von den Drachen bekommen haben. Und der Lesrak meinte, mach das mal ruhig alleine. Also machen wir das heute. Das ist aber nicht die einzige Änderung, die ich hier mit euch heute sehe, sondern ich habe ein bisschen umgeskillt. Ich habe mir im Angebot per Funcom Points eine neue Rennart gekauft, also sowas wie das Motorrad, nur neu. Das zeige ich euch aber erst, wenn der Lesrak dabei ist. Und da war ich gerade dabei beim Einkaufen und habe mir gedacht, oh, hier gibt es auch Boosts. Und ich war ja nicht ganz zufrieden mit der Skillung, die ich hatte. Und bin jetzt wieder zurückgeswitcht auf das Sturmgewehr. Habe jetzt hier das Sturmgewehr wieder ausgerüstet, allerdings das ursprüngliche, also das allererste, das QS0 Sturmgewehr. Das ist natürlich total crap. Aber gut, ich werde ein bisschen Barren sammeln müssen, bis ich mir ein gutes Sturmgewehr leisten kann. Und ich werde jetzt versuchen, ein bisschen auf Schaden und Heilung durch Absaugeffekte machen, weil ich glaube, das ist für den Spielstil, den der Lesrak und ich haben, am allercoolsten. Ich schieße ja sowieso oder so auf die Gegner, während er tankt. Und dann passiert halt so automatisch die Heilung, während ich schieße. Ich habe hier noch ein bisschen Gruppenheilung mit dabei und Einzelheilung. Und hier, das sind Boosts für den Schaden und die Heilung. Das hier baut mir neue Ressourcen auf. Und jetzt gucken wir mal kurz in die... ihr seht, ich habe hier jede Menge KP ausgegeben. Habe nämlich Hammer skillen müssen. Um dieses Talent zu haben, der Schaden und die Heilung von Ressourcenbildern werden um 10% erhöht. Dadurch wird jetzt natürlich der Anima-Schuss hier extrem cool. Ja? Hier durch Adlerauge und den verstärkt. Dann hat der Anima-Schub generell eine 7,5% Passivkraft und hier die 20% Effektivität von Absaugeffekten aus der Erfahrung. Und ja, die Eiserne Jungfrau habe ich noch mitgenommen. Ist ganz nett. Ne? Die Durchdringungschance wird dadurch erhöht. Und Elementargewalt habe ich eingepackt, weil Crits dann doch wieder zählen, wenn ich ja Schaden machen möchte. Und hier, das ist eigentlich nur, weil ich es irgendwie habe. Ja. Nichts Wildes. Ich spare hier demnächst an auf hier oben eine... wo ist es drin? Hier nicht. Irgendwo ist es drin. Irgendwo ist hier so ein Passiver. Die Letalität, die nochmal mehr Schaden verursachen lassen kann. Ja, und ich bin mal gespannt, ob das so halbwegs klappt. Also ich sauge ab, während ich hier Schaden mache. Ich habe das noch nicht getestet. Zumindest nicht mit Eukalypta. Und auch noch nicht in der Kombination. Und bei dem Spezialauftrag schauen wir jetzt mal, ob das funktioniert. So, der abtrünnige Agent. Nach Seoul reisen. Ja, ich bin in Seoul. Lü. Ja. Wie von unseren Genealogen geplant, haben wir einen Agenten. Einen abtrünnigen Templer. Durch uns haben seine Eltern sich kennengelernt und gepaart. Es war nur eine Frage der Zeit. Unsere Modifikationen an seinem Verhalten waren erfolgreich. Er hat einen Schatz aus dem Gewölbe der Templer gestohlen und kommt damit nach Seoul. Wir hatten natürlich nie direkten Kontakt, sondern haben lediglich dafür gesorgt, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Es gibt keine Beweise, dass die Drachen etwas damit zu tun haben, und das soll auch so bleiben. Die GPS-Koordinaten Ihres Ziels sind bereits hochgeladen. Seien Sie diskret. Diskret, das kann ich nicht. ich muss das Ganze auch relativ fix hier hinkriegen, weil gleich ist auch die Aufnahmesession mit dem Lesrak schon. Bin mal gespannt, ob ich das hinkriege so lange. So, hier oben lang die Straße.
Hier in dem Hotel scheint der drin zu sein. Unser geborener Apostat. Folgen Sie ihm unauffällig. Okay. KP kann ich gut gebrauchen. Ich speiere auf viel Zeug. Wo ist er jetzt hin? Wie erwartet sind seine eigenen Leute hinter ihm her. Er will zum Agatha-Zugang. Es ist für die Gleichung entscheidend, dass niemand anders das Diebesgut in Besitz nimmt. Zum Agatha-Zugang. Da hinten sind sie. Ich hole euch ein. Lalala. Ich bin viel schneller als ihr. So, ja, im Agatha. Ja. Huhu. Darauf ein Schluck Limo. So, dem abdringenden Agenten. Oh, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Okay. Ja, muss ich jetzt rechts oder links? Das ist jetzt natürlich die Frage. Hier geht's nicht lang, also sind wir schon mal falsch gelaufen. Ich fürchte ja, dass das Ding hier komplizierter wird als mal ebenso nebenbei. Obwohl, wir haben schon Stufe 4. Ah, da hinten ist er. Wir beobachten größere Störungen bei Hallo. Den Portalen von Agatha. Sehr cool. Winzige Emissionen von dem Objekt, das der Schiff bei sich trägt. Ihr seht schon, ich heile mich hier immer schön wieder hoch. Wir schicken jemanden, der diese Realitätsfluktuation misst. Sie sollen weiterhin den Verräter ergreifen, bevor es jemand anderes tut. Oder bevor er ein Opfer von Agatha wird. Sich weit außerhalb der kartografierten Bereiche der Hohlenkammer. Der Ort ist das Polenhaus und wir können die Überlebenschancen nicht berechnen. Seien Sie vorsichtig. Sie sind wichtig für uns, also gehen Sie nicht verloren und gehen Sie nicht drauf. Okay. Hier rein? Nee. Hier rein? Okay. Sehr strange. Bin hier ein bisschen orientierungslos, aber das kennt ihr ja von mir. So, dem abtrünnigen Agenten weiter folgen. Schauen wir mal. Wusch. So, hier lang dann wahrscheinlich. Wusch. Zu einem anderen Ort reisen. Lauf schneller, kleiner Eukalypter. Da oben steht einer. Oh, der schmeißt noch Zeug nach mir. Gut, dass ich so schnell bin. Keine Chance, Junge. Kannst du lange schmeißen. So. Ich soll ja auf mich aufpassen, hat der Drache ja gesagt. War ich mit meiner Antik-Schrotflinte hier. Bäm, bäm. Und noch einer hinterher. Und zack. Ja, die macht nicht so richtig Schaden. Das ist nicht so cool. Da muss ich dringend dann... Oh, da ist noch einer. Und bam. Ah, ein Crit für 299 ist auf der Stufe, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Hinfort mit euch. So, und hier geht's weiter. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier der richtige Weg ist. Ein bisschen nervig gerade.
Lauf, 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 lauf. Oh, ich glaube, ich erinnere mich daran, dass ich diese ähnliche Szenario schon mal gespielt habe. Der Endkampf ist ziemlich fies. Videologs des Bewachers untersuchen. Ne? Welche Videologs denn? Vielleicht ist der dahinter. Bewacher? Hallo? Nicht, ob das jetzt so richtig war hier. Ich spring einfach nochmal hier runter. So. Das hat es nicht gebracht. Wie kommen wir denn da jetzt wieder hin? Vielleicht teleportieren wir uns jetzt einfach. Und das geht gerade nicht. Oh, super, weil ich das gebraucht habe. Hier können wir durch. Das ist ein Labyrinth. Oh nein. Oh, noch weiter weg vom eigentlichen Ziel. Na. Beweg dich. Na? In die Richtung. Da war auf jeden Fall schon mal ein Bewacher, aber... Okay, jetzt hier durch. Und? Das was gebracht? Ach, jetzt bin ich schon wieder weiter weg. Ich kenne mich hier doch nicht aus, Leute. Lost in Agatha. Oh, jetzt bin ich richtig weit weg. Das ist echt scheiße. Wie kommt man denn da hin? Okay. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt, Leute. Ich spring jetzt hier nochmal vom Balkon runter. Aber irgendwie landen wir da immer an derselben Stelle hier. Das kann auch nicht der Sinn der Sache sein. Oder ist das jetzt hier vorne? Nee. Irgendwie sind wir hier falsch. Ich habe keine Ahnung, wie wir da jetzt hinkommen. Können hier nochmal durch. Oh, scheiße, ey. Das muss auch total geil zum Zugucken sein. Ich hier, wie ich mich verlaufe. Ich glaube, ich mache hier mal einen Cut. Und wenn ich es gefunden habe, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich habe ihn doch tatsächlich gefunden nach einiger Rennerei. Das ist ein Bewacher.
korrigiere. Es war ein Bewacher. Sie sind praktisch unzerstörbar. Was immer der Verräter der Templer bei sich hat, muss mächtig sein. Es schlägt Wellen überall. Je länger er das System stört, desto... Ja, ja. Böser Mensch, ich muss ihn fangen. Herausfinden, wo der verlassen hat. Was weiß ich, woher soll ich das denn wissen, wo der das verlassen hat? Jetzt haben wir schon wieder Rennerei. Aha, okay. Weiter geht's. So, und der Fight war jetzt, glaube ich, ziemlich hart, wenn ich mich richtig erinnere, mit meinem anderen Charakter. Wobei der nicht bei den Drachen war. Okay, hier ist eine Wiederbelebungsding, das ist schon mal nice. Okay, ein Bergdörfchen. Da wird auch schon gekämpft. Das liegt weit außerhalb unserer Modelle. Wir müssen von vorne beginnen. Was Sie vor sich sehen, ist Shambhala. Eine Macht, die nicht bloß Wellen erzeugt, sondern Tsunamis. Mhm. Das kann für unsere Modelle potenziell katastrophal sein. Beschaffen Sie das Diebesgut um jeden Preis. Um jeden Preis. Auch mein Leben? Na? Okay. Jetzt muss ich jetzt wahrscheinlich erst die hier platt machen. Boah, ich mache so gut wie keinen Schaden, das ist echt krass. Mal ein bisschen einen Boost hier machen. Aua! So, du bist jetzt gleich schon mal hin. Aber ich auch. Heilung! Boah, ich schaff das nie im Leben, ey Leute, nie im Leben. Nee. Boah, krass. Shitter, würde ich sagen. Shitter. Bisschen Heilung reinhauen hier. So. Jetzt sind sie natürlich wahrscheinlich alle wieder total geheilt. Lalalala. Jetzt kommen sie schon wieder an. Oh, Scheiße. Komm, wenigstens einen hier rund wieder hauen hier. Komm, einen krieg ich. Ja, einen habe ich. Aber auch nur einen. Ist mit Blutmagie hier unterwegs. Nicht stehen bleiben und heilen. Ein bisschen laufen und sich dabei rumheilen, vielleicht hilft das. Boah, fuck you. Ich hätte doch besser... Komm, die zweite kriege ich auch. Komm, jawohl. Und jetzt hier, glaube ich, auf die Dinger. Kann man auf die Dinger schießen? Kann man auf
auf die Dinger schießen. What? What the? Was war das zur Hölle? Hat er mich gewone-hittet? Krass. Gucken, ob jetzt die beiden Typis trotzdem noch wieder da sind. Die habe ich ja jetzt total souverän platt gemacht. Oh nein, die sind wieder da. Ist das eine Scheiße? Das ist doch kacke. Ist es doch, oder? Ist das kacke? So, kann ich irgendwas machen mit meinem Zeug, was ich habe? Nee, kann ich nicht. Ätzend, Leute, ätzend. Hier vor. Ja. Oh, er weicht ihm doch noch aus, der Sack. Zack, zack und. Au. Komm, einen kriege ich. Sehr schön. Jetzt wieder laufen und heilen. Das war gut. Das letzte Mal. Einzelheilung kann ich. La 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 la. So. Und. Na komm, schieß. Fug. Und den großen. Oh, der braucht ziemlich lange, bis er geschossen hat. Kritischer Treffer. Sehr nice. So, jetzt hier. Das macht ihm gar nichts. Okay. What the fuck? Wie zur Hölle? Na, jetzt habe ich ein bisschen Schaden gemacht. Jetzt hat er wieder. Okay. Ja, so kann ich ein bisschen Schaden machen. Ich weiß zwar nicht, was ich da mache, aber ich mache ihm ein bisschen Schaden. Hoffentlich heilt er sich nicht. Okay. Womit dann scheiß Bomben. Oh, ich glaube, hier muss ich raus aus dem Bereich. Und den großen Schuss. Sehr schön. Und jetzt heilen, heilen, heilen. Nein, oh fuck. Nein! Nein! Da fuck. Ah, wieder sein scheiß Schild. Dann heile ich mich halt. Was? Das hier, gib ihm. Ja, ein bisschen was ziehe ich ihm ab. Ah. Nein! Ah, er hat schon wieder ein Schild. Heilung! Fühle mich an mich erinnert. Sehr gut. Und heilen. Oh, ich bin fast wieder ganz. Okay. Aua. Oh, das zieht einem ordentlich ab. Aber ich habe ihn. Ein bisschen runter habe ich ihn schon. Er hat wieder das Schild. Oh, ich habe aus dem Bild geklickt. Nein. Und jetzt. Komm, gib ihm. Nein, 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 nein. Ich muss mich wieder heilen. Das ist die Bombe wieder. Ich höre sie schon kommen. Aua, 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 aua. So, jetzt hier, komm. Gib ihm den Rest. Eukalypter, du schaffst das. Ah, er hat wieder.
Das Schild. Jetzt macht er wieder seine komische Beschwörung, was auch immer er da macht. Und wieder das Schild. Absaugeffekte verstärken. Pistolenressourcen. Komm, und... Yes! Puh. 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 Kriege ich dafür jetzt wenigstens was Geiles? Zurückkehren und das Artefakt deponieren. Kann ich denn jetzt hier per... ups. Warum geht mein Inventar nicht auf? Hier, kann ich mich damit zurück teleportieren? Anscheinend. Puh. Oh, darauf erstmal einen Schluck Limo. Oh. Cool wäre jetzt, wenn wir dafür jetzt eine neue Waffe kriegen würden. Und die cool wäre. Aber ich fürchte, das wird nicht passieren. Ist ja auch nur so eine Nebenquest. Ich glaube, diese Waffe... Obwohl, auf dem Schrottplatz damals hatten wir von den Nebenquests auch... hallo? Ja. Okay. Strange. So, hier rein. Ah. Fühlt sich so ein bisschen auch an wie die... Anfänge von Eukalypta, wo ich irgendwie mit diesem Sturmgewehr da auch mal wild um mich geballert habe. Ohne Sinn und Verstand. Und es scheint so weiterzugehen. So, hier müssen wir es deponieren. Okay. Okay. Sie sind fertig. Das System wird neu konfiguriert. Wir ermitteln die Implikationen für künftige Systeme. Ihr Einfluss wächst exponentiell. Sie müssen bewusster handeln, weil sie mittlerweile Wellen erzeugen. Keine Sorge. Das ist gut. Wir melden uns. Okay. Okay. Gut, wir haben ein bisschen was an KP verdient. Es gibt übrigens einen Skill, den ich auch ganz gerne haben würde, hier oben nämlich, in dem Klingenbaum. Dafür müsste ich jetzt halt die Klingen auch noch skillen. Da habe ich ja bald alles voll. Wo ist er denn drin, um euch den zu zeigen? Wo habe ich den denn gefunden? Irgendwo ist er. Gar nicht so teuer. Sie ist ein passiver Skill. Hier, Messerdrehung. Bei jeder Durchdringung ihrerseits erhalten sie einen Stapel des positiven Effekts. Ist ganz gut zusammen mit der Eisernen Jungfrau. Nö. Und den Durchdringungswert muss man halt ein bisschen pushen. Aber gut, das sollte ja zu machen sein. Ja. Aber wir wollen ja zum ersten hier, wo war's? Ich habe es eben ja auch schon mal gesucht. Wo war's denn? Hier, die wollten wir haben. Dann müssen wir den zuerst, den taktischen Rückzug. Und dann fehlen uns noch 6 Punkte für die Kraft. Sonst, ich weiß nicht, ob ich so begeistert hier bin von dem Sichern und Laden. Habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht benutzt. Das braucht ein bisschen lange zum Aufladen. Da muss ich mir nochmal was ausdenken. So, aber wenn wir schon mal hier sind, können wir mal in den Shop reingucken hier. Topoki. Okay. Wir verkaufen hier ein paar Sachen. Die wir nicht mehr brauchen. Zum Beispiel das hier. Haben wir sonst noch irgendwelche? Ja, wir hatten noch ohne Ende Zeug hier. Hier das, da weg damit. Und der Elementarismus-Fokus kann weg. Das Militärarmband kann weg.
Doppelpistolen würde ich ganz gerne behalten. Der Ring kann weg. Der Gürtel kann weg. Chaosfokus kann weg. Den brauchen wir auch nicht mehr. So. Reparieren. So. Alles klar. Gibt's denn hier sonst? Hier gibt's ja sonst auch noch irgendwie. Hier gibt's einen Shop. Bingo Cola. Was machen die? Erhöht die Gesundheitsregeneration. Okay. Verteidigungswert erhöht. Blockwert erhöht. Schutz erhöht. Alles klar. Gucken wir mal die anderen Shops hier in Seoul noch an. Ding, 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 ding. Hier gibt es irgendwo einen Shop. Hallo? Bist du ein Shop? Du bist ein Shop. Ah, Silberzwielicht. Aha. Kann im Kampf nicht benutzt werden. Erhöht ihre Gesundheitsregeneration außerhalb vom Kampf. Ne. Sieht auch nicht so coole Sachen nach coolen Sachen aus hier. Die, da waren wir ja gerade. Hier unten gibt es noch Zeug. Lalalala. Hier, du bist auch ein Shop. Doktor, irgendwas. Ah, was bist du denn? Sie erhalten den Effekt durch den nächsten Angriff innerhalb von 10 Sekunden. Bla auslöst. Zum Kauf sind 50 und mehr Erfolgspunkte erforderlich. Nö. Der hat auch Kleidung. Warum kann ich 500 Erfolgspunkte? Okay, die kann ich mir alle kaufbare Objekte. Kann mir nur das Feld der Vergeltung kaufen. Okay. Aber hier kann man später auch Kleidung irgendwie anscheinend erwerben. Okay. Dann haben wir hier noch Zeug. Hallo, die Polizeistation. Und hier ist auch noch Wissen. Ah, das frische Wissen. Die Drachen. Okay. Hier gibt es doch irgendwo einen Shop. Wird die noch hier angezeigt? Oder ist der oben drüber? Ah, nee, das ist der hier. Bingo Cola. Ja, das kennen wir ja schon. Vielleicht reden, kann man mit dem reden hier? Hallo? Die Drachen? Hallo? Ah ja, blablabla, okay. Okay, ich komme hier nicht mehr raus. So. Da hinten ist auch noch ein Shop. Eigentlich sind es ganz schön viele Shops hier. Hier durch, hier runter. Hier oben ist noch einer. Du bist ein Shop. Den kann man Runen kaufen. So. Staub. Glyphenwerkzeugsätze. Okay. Good to know. Was kann man hier kaufen? Ach, hier ist der Rat. Okay. Upgrade-Werkzeugsatz, okay. Verkaufst du was anderes? Oh ja. Kann ich mir aber alles nicht leisten. Kann ich mir bei dir irgendwas leisten? Nein. Naja. Okay. Und hier unten? Was bist du? Blendgranate. Werfen um Feinde. Ist die dann nach einem Mal weg? Das wäre natürlich scheiße. Zusätzlicher Ausrüstungsmanager. Erhöht permanent die Gesamtanzahl ihrer Ausrüstungsslot um 1. Na, ich weiß nicht. Beschleunigte Anima. Okay. Okay.
Theaterkulissen für die Drachen. Aber so richtig coole Sachen hat er jetzt auch nicht. Okay, ja. Dann würde ich sagen, war es das auch mal wieder hier. Ach, wir können noch kurz FP ausgeben. Weil wir brauchen jetzt wieder Sturmgewehrzeug hier. Schaden vom Sturmgewehr und vor allen Dingen auch Heilung vom Sturmgewehr müssen wir ein bisschen pushen. So. Und dann wird es unsere nächste Aufgabe sein, uns hier ein cooles Sturmgewehr zu besorgen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit dem Lesrak Dark. Have fun, euer Koali. Tschüss. No.